Die Teilnehmenden des Aktionscamps auf dem Opernplatz möchten ein Zeichen setzen. Die Bewegung Fridays for Future versucht, ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen, der die Menschen auf der Erde durch die globale Erwärmung ausgesetzt sind. Fridays for Future veranstaltet dafür die Week for Climate, die direkt an den Klimastreik vom vergangenen Freitag anschließt. Max Westphal, Mitglied der Students for Future, erklärt uns dazu, was die Idee hinter dem Aktionscamp ist und warum jeder willkommen ist. Weil wir uns ganz explizit als offene Bewegung verstehen, die eben nicht nur unter sich selbst die Dinge ausmachen will, sondern wir begreifen die Klimakrise so, dass sie nur global und mit allen Menschen aus allen verschiedenen Bevölkerungsgruppen gelöst werden kann. Und das Wichtigste ist dafür Dialog. Und wir glauben, dass das Bewusstsein bei der Bevölkerung vor allem da sein muss. Und egal, wo man herkommt und was man sonst politisch denkt, dieses Problem müssen wir gemeinsam lösen. Und dieses Camp ist eben eine Aufforderung an alle, sich mit uns zusammenzusetzen, ob sie unserer Meinung sind, das ist sehr schön, oder ob es eben Menschen sind, auch das ist schon passiert, die in den Infostand kommen und erstmal die Gegenmeinung vertreten und sagen, das wäre alles gar nicht so schlimm. Und wir wollen allen Menschen eine Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten, um eben irgendwelchen Vorwürfen, dass es undemokratisch sei oder so, entgegenzutreten. Das Aktionscamp steht jedoch noch für einiges mehr. Auf dem Programm stehen verschiedenste Workshops zum Thema Klimawandel, in denen es darum geht, wie man selbst einen Beitrag leisten kann, um dieser Klimaveränderung entgegenzuwirken. Also es wird ja häufig dann angefangen bei dem persönlichen Konsum. Also natürlich ist es sehr gut, wenn alle Leute weniger Fleisch essen, wenn sie weniger Auto fahren, dafür mehr Fahrrad fahren, weniger fliegen und so weiter. Also das sind alles wichtige und gute Schritte. Aber im Endeffekt brauchen wir eben einen strukturellen Wandel und wir werden die Klimakrise nicht lösen, indem wir alle nur ein bisschen weniger Fleisch essen. Und deswegen finde ich, ist das Wichtigste einfach politisches Engagement, so dass man eben versucht, auf die Straße zu gehen und diejenigen, die die Möglichkeit haben, den strukturellen Wandel herbeizuführen, eben dazu zu bringen, dass sie das auch machen. Also Fridays for Future zum Beispiel ist immer offen. Wer sich auch für die Klimakrise einsetzen, sich informieren oder mit anderen Menschen austauschen möchte, kann sich noch bis Ende der Woche an der Week for Climate beteiligen.